Einen wunderschönen, liebe Freunde, heute geht es bei uns um Stative. Es gibt die verschiedensten Stative und einen kleinen Überblick darüber kriegt ihr in diesem Video. Diese Episode wird unterstützt von meinfoto.com. Ich habe hier heute mal ein paar Stative aufgebaut, die ich hier so rumstehen habe. Da sind die verschiedensten mit dabei. Kugelköpfe, keine Kugelköpfe, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, Drei-Wege-Köpfe oder sowas. Viele von euch kennen wahrscheinlich so ein Stativ. Das gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich kenne es von Hama zum Beispiel. Das hier ist von Unomat, woher auch immer das kommt. Unomat, wahrscheinlich aus Russland. Unomat, das ist ein gutes Stativ aus Russland. Dieses Stativ hier ist von Kullmann. Nanomax 200T, wer auf meiner Facebook-Seite unterwegs ist, hat schon öfter davon gehört. Und das hier ist ein Sirui, das habt ihr in den letzten Videos gesehen, ich glaube im Festival of Lights habe ich das Stativ schon mal benutzt. Alle Stative haben ihre Stärken, haben aber auch ihre Schwächen. Sag mal Einstellung, Digga! Was ist Einstellung? Das sind Stative. Soll ich da einstellen? Hoch, runter. Heute meine Einstellung hoch. Das hier ist zum Beispiel ein Reisestativ von Kullmann, ist nicht besonders teuer, kostet 36 Euro, glaube ich, bei Amazon. Link dazu unten in der Beschreibung. Und das habe ich mir geholt, als ich in Urlaub gefahren bin. Und das ist eben auch wirklich ein Reiseding. Ja, also das sieht man erstmal an der Größe, also wenn man das mal vergleicht, das ist ja nicht mal so groß wie mein Unterarm. Ja, also ungefähr eine Penislänge, würde ich mal behaupten. Und passt super in jede Tasche rein, passt in Jutebeutel, ja, passt eben auch wunderbar in den Koffer rein. Und ausgefahren ist es dann aber doch schon relativ groß, ja? Aber man merkt, ist halt doch nur ein Reisestativ und eben ein 36-Euro-Stativ. Ist nicht besonders krass verarbeitet, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also es hat, wenn es offen ist und auch wenn es geschlossen ist, doch, man merkt, es gibt so ein bisschen an den Seiten nach. Ja? Und der Nachteil an diesem Ding ist natürlich die Größe. Ja? Also wenn man jetzt auf dem Boden sitzt, mache ich relativ oft beim Fotografieren, dann ist es okay. Aber wenn man eben im Stehen fotografieren möchte, man kann das hier zwar noch ein bisschen rausmachen, aber jetzt der Bringer ist diese Größe jetzt auch nicht. Es sei denn, man ist Lilliputaner oder Schlumpf. Ja? Dann kann man mit dem Stativ auch wunderbar fotografieren. Das Tolle ist, es hat einen Kugelkopf. Wer einmal einen Kugelkopf fotografiert hat, der will es nicht mehr missen. Bei dem hier gibt es nur eine Stellschraube. Kugelkopf bedeutet nichts anderes, als dass hier eine Kugel drin ist. Ja? Und innen drin sind quasi so eine, ja, Mechanismen, die diese Kugel zusammendrücken. Und dadurch kannst du das in alle Richtungen gleichzeitig drehen. Nicht so wie zum Beispiel bei einem Drei-Wege-Stativ, wo du mehrere Stellschrauben hast. Dann hast du eine Schraube für hier, um seitwärts zu schwenken. Du hast hier hinten einen Mechanismus, um hoch und runter zu schwenken. Und beim Kugelkopf hast du halt mit einem Ding alles. Ja, und kannst das diagonal hoch, runter, links, rechts und eben auch seitwärts bewegen. Also ich persönlich liebe Kugelköpfe. Ich fotografiere gerne mit Kugelköpfen. Ihr müsst für euch entscheiden, ob ihr Kugelköpfe mögt. Ja, am besten einfach mal ausprobieren in einem Geschäft und gucken, ob es Sinn macht. Was an diesem Reisestativ hier zum Beispiel auch noch ein bisschen blöd ist, dass man die Kamera direkt hier ranschrauben muss. Ja? Bedeutet, man hat keine Adapterplatte oder sowas. Man schraubt es einfach direkt hier oben drauf, seine Kamera, und dann hängt die halt auch hier fest. Dann kann man nicht mal schnell sagen, ich nehme mal die Kamera ab. Nein, man hat immer das Stativ dran. Was allerdings nicht so schlimm ist, weil das Stativ relativ leicht ist. Kommen wir zu diesem Stativ hier. Das hier ist, wie gesagt, das Russland Onomat Stativ. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber mit dem fangen viele Leute an. Es ist sehr, sehr günstig. Ich glaube, bei Mediamarkt gibt es das für 25 Euro, teilweise 15 Euro bei Amazon. Ja, also es ist das optimale Einsteigerstativ. Ist hier aus Aluminium, aber eben auch sehr viel Plastik dran. Wenn das Ding einmal runterfällt, ja, dann kann es gut passieren, dass hier Sachen abbrechen. Es kann auch gut sein, dass wenn man den perfekten Bildausschnitt gewählt hat hier mit seinen ganzen Stellschrauben, dass dann beim Festschrauben man merkt, ups, der Bildausschnitt ist einfach mal ein ganz anderer, weil diese Schrauben mit dem Plastik so zusammen funktionieren, dass sich das alles so ein bisschen an die Seiten verschiebt. Macht keinen Unterschied, wenn man fotografiert in Sibirien, aber wenn man eben einen guten Bildausschnitt gerade gefunden hat, dann ist es manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man mit dem Ding fotografiert. Aber man muss natürlich für sich selber entscheiden, wofür brauche ich das Stativ? Will ich damit einfach mal rumprobieren? Will ich damit mal rausgehen und Sachen austesten? Dann reicht so ein Stativ völlig aus. Ja? Dann investiert man mal die 15 Euro. Übrigens, hier gibt es eine Wechselplatte dabei, ja? Aber dann investiert man, wie gesagt, diese 15 oder 20 Euro und es erfüllt seinen Zweck. Also es wird nicht verwackeln. Ja? Es wird seinen Zweck erfüllen und das eben auch für einen sehr, sehr günstigen Preis. Wenn man dann aber natürlich die Ansprüche so ein bisschen nach oben schraubt, ja,
und mal ein bisschen investieren möchte und auch sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen möchte und eben auch den richtigen Bildausschnitt mal haben möchte und das dann vielleicht auch auf Reisen, dann greift der ein oder andere doch auf ein Stativ zurück, was so ein bisschen teurer ist. Und da habe ich zum Beispiel dieses hier, das ist ein Sirui. Das Ding kostet 200 Euro insgesamt. Und da sagt der ein oder andere, boah, 200 Euro für allein ein Stativ, da kaufe ich mir lieber ein Objektiv. Kann man machen, absolut richtig. Also 200 Euro muss man nicht ausgeben für ein Stativ, aber wer es ausgibt, der wird dafür definitiv belohnt. Also zum einen merkt man mal den Unterschied an der Verarbeitung, definitiv. Also hier, wenn das ausgefahren ist, da wackelt dann gar nichts. Ich habe das hier nicht richtig festgeschraubt. Da wackelt nichts, ja, das ist bombenfest und die haben hier so eine Drehschrauben eben und wenn man die eben dreht, dann merkt man, Alter, das fühlt sich ja richtig smooth an. Wenn man hier aufklappt, muss man manchmal Angst haben, dass mich die Finger irgendwie einklemmt, bei dem Ding hier genauso. Ja? Und hier funktioniert es einfach sehr, 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 sehr smooth alles. Das Coole an diesem Teil ist, dass es eben leicht ist und trotzdem relativ handlich ist. Also wenn wir das mal vergleichen, ist jetzt voll eingefahren, aber da gibt es noch einen Trick. Man kann das nämlich umdrehen und dann wird es noch mal ein Stückchen kleiner. Hier gibt es so eine Knöpfe. Man merkt einfach bei der Verarbeitung, Alter, das ist, da musst du Kraft aufwenden und das ist eben auch bombenfest dann beim Fotografieren. So, also so würde man das Ganze transportieren. Wenn man das mal vergleicht miteinander, ist es um einiges kleiner. Ja, als zum Beispiel dieses Billigstativ, nenne ich es jetzt einfach mal. Und es ist im eingefahrenen Zustand natürlich ein bisschen größer als dieses Kullmann-Reisestativ, dafür aber im ausgefahrenen Zustand natürlich auch um einiges größer. Also mit diesem Sirui-Stativ kann ich locker, locker, locker im Stehen fotografieren und muss mich dann eben nicht auf den Boden setzen. Vergleichen wir mal, eingefahrener Zustand. Ihr seht, ist gar nicht so viel Unterschied. Gewichtsmäßig absolut, also das hier ist ein bisschen leichter, aber der Unterschied ist jetzt gar nicht mal so krass, wenn man die mal vergleicht. Und wenn man die jetzt mal nebeneinander nimmt, mal sehen, ob es funktioniert, dann sieht man jetzt ganz klar den Größenunterschied. Gut, das Billigstativ ist auch kein Reisestativ, die beiden hier sind Reisestative und es ist echt ganz cool, wenn man ein leichtes Stativ hat, ja, und auch vor allem, wenn man ein Stativ hat, was nicht so viel Platz wegnimmt im Rucksack, wenn man unterwegs ist eben und einfach mal fotografieren möchte. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dieses hier, dieses kleine Kullmann für 36 Euro, das nehme ich immer mit. Das habe ich immer wirklich im Fotorucksack dabei, weil es passt halt auch wirklich rein. Du könntest es dir sogar ganz entspannt in deine Hosentasche reinstecken oder in die Jacke reinstecken. Das hier ist schon, wenn man es mal vergleicht, so ein bisschen sperriger. Dafür aber auch eine Qualitätssache. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber rausgehe und mir einen Plan gemacht habe und schon weiß, ich fotografiere das und das und das und das, habe mir schon eine Route gemacht oder was auch immer, dann nehme ich definitiv dieses Stativ mit, weil es einfach eine ganz andere Qualität hat und es auch ein ganz anderes Gefühl ist, damit zu fotografieren. Ich zeige euch einfach mal, was zum Beispiel richtig geil ist an diesem Teil. Also hier ist es so, dass du das Stativ halt extra kaufst. Ne? Also das Stativ alleine kostet 100 Euro und dann nochmal der Kopf alleine kostet 100 Euro. Da gibt es verschiedene Köpfe, gibt es glaube ich auch drei Wegeköpfe. Ich habe hier so einen Kugelkopf mit so einer Adapterplatte oben auch drauf. Und so eine Adapterplatte macht echt Sinn. Das ist echt bei diesem Kullmann-Ding so ein bisschen blöd, dass es keine gibt hier. Weil dann kannst du einfach die Kamera ruckzuck mal abnehmen, kannst auch mal raufgucken auf dem Display oder Sachen einstellen, während du guckst oder auch mal die Kamera weglegen. Das kannst du natürlich mit dem kleinen Reiseding dann nicht so machen. Wenn du das hier rauf machst, gibt es hier Stellschrauben und das Krasse ist, das sind so eine kleine Schrauben, ja, und du drehst die fest und es ist so übertrieben bombenfest. Ja, du kannst dagegen hauen, da wird sich kein Millimeter bewegen. Genauso sind hier die Stellschrauben da, einmal für den Kugelkopf oben. Und das ist so locker, man denkt so, was ist das für eine Scheiße? Ja, ist ja total kaputt, das ist kaputt, verdammt nochmal, das ist ein scheiß kaputtes Stativ, was jemand verkauft hat, du Junge. Und man merkt aber, wenn man das hier nur ein bisschen festzieht, das können wir mal kurz machen hier, wenn man das so ein bisschen festzieht, dann ist das bombenfest, ja, und dann macht man es mal richtig fest, da kannst du dran ziehen, ja, und dann bewegt sich das vielleicht einen Millimeter mit, aber das ist wirklich bombenfest, dieses Ding. Bei dem Sirui-Stativ ist es zum Beispiel so, dass man hier drei so eine Stellschrauben hat für den Kugelkopf. Also es ist nicht so wie hier, dass du hier nur eine Stellschraube quasi hast und damit den Kopf dann bewegen kannst in alle Richtungen und dann festzurren kannst. Du hast hier eine Schraube für den Kugelkopf, ja, damit bewegt sich der Kopf. Und hier hast du nochmal einen Dämpfer. Heißt, wenn ich ihn aufdrehe, dann schwappt es hin und her. Und das ist völlig kaputt, Junge! Das scheiß Stativ, wenn er mir es verkauft hat, den hau ich kaputt. Verrückte Mongo, Junge. Ja, und dann, wenn man den Dämpfer festmacht, dann merkt man, oh, das hätte ich jetzt ja nicht erwartet hier.
mit diesem Stativ. Ja, und dann kann man das natürlich wunderbar hier dämpfen, festschrauben und hat ein ganz smoothes Gefühl. Das ist natürlich doof, wenn man einen Dämpfer aufmacht und eine Kamera drauf hat und die macht dann puh, puh, schlägt immer hin und her. Deswegen kann man den Dämpfer da ruhig so ein bisschen fester stellen. Hier hat man dann, wie gesagt, die Stellschraube für den Kugelkopf an sich. Und dann gibt es hier unten nochmal eine ganz gute Stellschraube, um zu schwenken, wenn man zum Beispiel filmen möchte. Es gibt ja nicht, so wie hier, so einen Arm hinten dran. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man filmen möchte. Aber es geht trotzdem ganz gut, weil es halt auch super smooth, das ist mein Lieblingswort bei dem Stativ, super smooth. Ja, also man kann hier wunderbar, ganz entspannt und eben auch mit Gegendruck. Und das finde ich so geil, ja, dass es sich so anfühlt, so. Und da macht es einfach Bock zu fotografieren, ja, das ist einfach so ein, das ist einfach ein Feeling. Aber es sind, wie gesagt, auch 200 Euro, ja, das darf man nicht vergessen, das sind 200 Euro, die man dann eigentlich nur für eine Stabilitätshilfe ausgibt. Ja, da kann man natürlich dann auch sagen, ey, pass auf, ich investiere lieber 150 Euro in ein Objektiv oder in Urlaub oder in meine Freundin oder in Essen, Drogen, was auch immer, ja, und gebe dafür dann 25 Euro oder 15 Euro oder wie viel auch immer dieses Ding hier kostet aus und hole mir erstmal so ein Stativ. Aber man merkt schon alleine, guck mal, geil Ding und dann. Ja, das Einzige, was hier einen Sound macht, ist hier unten die Beschwerungsplatte. Kann man die eigentlich festschrauben? Dann macht es wahrscheinlich gar keinen Sound mehr. Kann man zum Beispiel einen Sack ranhängen. Ja? Und damit meine ich nicht euren hohen Sack, nein, da kann man einen Sack ranhängen. Und dann wird das Ganze beschwert nach unten, damit das Stativ nicht umfällt. Also, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick gekriegt über die verschiedenen Stative, über Kugelköpfe, über Drei-Wege-Köpfe, über Arunal und Elmex und so weiter. Was noch ganz lustig ist bei diesem Stativ hier, das mag ich ganz gerne. Ja, also mit diesem Stativ hier habe ich auch angefangen. Also damit habe ich jahrelang fotografiert und dann irgendwann habe ich mich für andere entschieden. Ist dieses Ding hier, hier kann man lose drehen und dann hat man hier eine Kurbel. Das ist das einzige Coole an dem Stativ. Da kann man Abende damit verbringen, einfach damit zu spielen. Das hat zum Beispiel dieses Stativ nicht, obwohl es 200 Euro kostet. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen in die verschiedenen Stative, die es so gibt. Alle Links dazu, zu den Stativen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Checkt sie mal aus. Schreibt gerne einen Kommentar, mit welchen Stativen ihr so fotografiert. Ob jetzt mit einem teuren Stativ oder ob ihr sagt, ist mir völlig egal. Ich will erstmal üben, nehme ein günstiges Stativ. Gerne runterschreiben und das Video einfach einen Kommentar. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, favorisiert das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.